Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich aus Rhein-Ruhr-Osten mit der 143 auf dem RE4 und vor allen Dingen mit einem Sound-Mod von meinem guten Freund dem Justus. Die Mod gibt es schon etwas länger, aber ich glaube, ich habe sie noch nie in einem Video vorgestellt. Sound-Mod für die 143, Link dazu in der Videobeschreibung, und wir setzen uns rein und hören uns selbstverständlich an, wie das Ganze hier klingt. Fahrtrichtungsverändern, Vorwärtsstellung und Türen rechts auf. Einmal hier den Bremsschlüssel gedreht. Da hören wir schon die neuen Bremssounds. Ja, herrlich. Lass mir noch eingebremst. Da fährt gerade die 422 aus. Dann machen wir uns noch die PZB an mit Steuerung Enter. Nehmen mal den Zug- und Bremskraftwähler ein bisschen runter. Die Hilfssteuerung benutzen wir dann gleich. Dann können wir noch die Führerstandsbeleuchtung auslassen. Die hier einmal auf weiß gestellt. Dann haben wir vorne dreimal weiß. Türen machen wir schon mal zu. Zuglichter schalten wir ein. Strom am Limas oben. Hauptschalter auch. Also der Hauptschalter ist nicht oben, sondern er ist halt eingesteckt. Dann noch die Instrumentenbeleuchtung gerne an. Und dann einmal den Geschwindigkeitsfehler auf an. Genau, den lösen. So, Geschwindigkeitsfehler auf an. Und dann können wir mit der Hilfssteuerung die Fahrstufen aufschalten. So, wir dürfen 60 fahren. Wir befreien uns. Ah, herrlich, die PZB-Sounds. Die Lüfter-Sounds. Ist das nicht toll? Nächster Halt Wuppertal-Barmen in 3,4 Kilometern. Ah, das macht richtig Spaß, mit diesen Sounds hier zu fahren. Ausfahrt mit 60. Ja, wie gesagt, Link dazu in der Videobeschreibung. Natürlich nur für die Leute, die am PC spielen. Okay, und dann einmal hier verringern, beziehungsweise, ja, wir dürfen jetzt gleich auch 90 fahren. Dann können wir eigentlich die Fahrstufen aufgeschaltet lassen. Und dann können wir eigentlich den Geschwindigkeitswähler auch auf die 90 hochsetzen. Dann müsste das schon soweit passen. Ich würde, glaube ich, gerne hier an dieser Stelle einmal ein Foto machen. Ja, hier so. Muss ich jetzt einmal ganz kurz, ne, ich habe es gesagt, einmal pro Fahrt erlaube ich mir das dann aber doch nochmal ins Kameratool reinzugehen, um ein Thumbnail zu haben. So viel sei mir dann doch noch gestattet. Einmal hier die Schärfentiefe runtergestellt. Den Schwerpunkt gesetzt. Und ja, gefällt mir ganz gut. Einmal so vielleicht. So. Von der anderen Seite auch eigentlich ganz hübsch. So. Herrlich. Also ab hier dürfen wir sogar 130 fahren. Achso, ja, genau. VMAX, das sind ja 120. Vergessen. Sind es wirklich 120? Ja. So, Geschwindigkeitswähler schon mal auf ausgestellt, damit die Leistungsstufen runtergehen. Noch rund 1,3 Kilometer. Ja, ein bisschen gebe ich noch mal rein an Leistung. Okay, jetzt können wir wieder ablaufen lassen und anfangen zu bremsen. So,
Vielleicht müsste auch die elektrische Bremse greifen. Die dynamische Bremse. Jawohl, das tut sie jetzt auch. So, dann sind wir ungefähr hier mit 60 am Bahnsteigsanfang. Lösen noch mal kurz aus und ziehen jetzt an, um anzuhalten. Hervorragend. Türen auf. Im RE4 nach Dortmund. Da steht's auch. Wir sind natürlich schon zu spät. So, Fahrmotorlüfter ist ausgegangen. Und wir schließen die Türen. Lösen die Bremsen. Und können mal anfahren. Und zwar das Ganze dann von außen, damit wir die Sounds auch nochmal von außen hören. Eieiei, das ist laut. Aber herrlich, so muss das sein. Genau. So nicht anders. Fahrmotorlüfter sind halt einfach laut. Zumindest bei den Altbauloks. Also wer schon mal neben einer 110 oder 111er stand, der, während die gerade angefahren ist, der weiß auch, diese Lüfter sind unwahrscheinlich laut. So, einmal ablaufen lassen, das ist nämlich schon halt zu erwarten. Hier noch die Schwebebahn. Das wird natürlich bestätigt. Ach, die PZB-Sounds sind wirklich toll. Und wir halten dann unter einem Kilometer. Wir müssen dann natürlich darauf achten, 500 Hertz Magnet wird voll aktiv sein. Da sollten wir dann jetzt nicht so schnell sein. Hier geht es geradeaus weiter, beziehungsweise links. Mal gerade kurz diese Markierung da ausgeschaltet. So, wir halten an. Türen auf. Dann hoffen wir mal, dass das Signal gleich umspringt. So, ich schließe schon mal die Türen. Ja, das Signal springt um. Und auf geht's. Kann auch natürlich hier übrigens in den Maschinenraum, ne?
Sollten wir jetzt nicht machen während der Fahrt, aber das kann man ja bei der 143. Ja. Nicht zu schnell werden. Stopp, 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 stopp. Ganz vergessen. 500 Hertz Beeinflussung. Beinahe wäre es geschehen. So. Na, da ist so. Schön, schön. Hoffen wir mal, dass kein Signal kommt, das wir bestätigen müssen. So, nehmen wir mal den Zug- und Bremskraftwähler. Geben wir da noch mal ein bisschen Power rein, damit wir auch mal auf die 120 kommen. Sagen, jetzt können wir sogar mal ein bisschen überpowern. Weil wir natürlich, je schneller wir sind, umso mehr Zugkraft benötigen, um noch schneller zu werden. Dann kommt nochmal eine Erkenntnis, die sich aus der Relativitätstheorie ableitet. Mehr Energie. Und dann halten wir als nächstes in Schwelm. Sehr schön. Hier wird rumrangiert. Foslo G6. Sind wir auch schon lange nicht mehr gefahren, ne? Wird eigentlich auch mal wieder Zeit. Hier vorne so eine Dieseltankstelle. Die müsste hier irgendwo sein. Da, hier ist eine Dieseltankstelle. Tatsächlich mit diesem mit dieser Zapfeinrichtung, die man tatsächlich benutzen kann. So. Also so richtig auf die 120 kommen wir jetzt auch nicht, ne? Woran liegt das denn? Das müssen wir bestätigen. Und Bremsen. Und dann sind wir auch schon in Schwelm. Bestätigen wir natürlich nochmal. Und halten an. Auch das bestätigen wir, den Vorsignal Wiederholer. So, wir rücken noch vor bis zum Bahnsteigsende. Und öffnen die Türen auf der linken Seite. Ja, wir werden jetzt hier diesen Weg hier nehmen. Hier links, da fahren die S-Bahnen lang.
Also hier durch diese Unterführung. Und... Ne? So. Auf geht's. Vmax erstmal nur 20, weil 500 Hertz Beeinflussung. Das klang gerade kurz so, als sei noch eine Bremse angezogen. War. Man sollte nicht vielleicht einfach so während der Fahrt irgendwelche Türen aufmachen, ne? Das finde ich auch mega cool, dass die, dass wenn wir aus der 500 Hertz Beeinflussung befreit werden, oh, das ist zu viel Leistung, wenn wir aus der 500 Hertz Beeinflussung befreit werden, da noch einmal die PZB-Schnarre zu hören ist. Nächster Halt ist dann Ennepetal. Und dann sind wir auch schon gleich in Hagen in unter 10 Minuten. So, jetzt mal den Brems- und Leistungswähler hier auf 100%. Wir sind doch schon lange den Steuerwagen nicht mehr gefahren, ne? Der zweite deutsche Steuerwagen, den wir haben, in dem Karlsruher Kopf. Ich hätte noch sehr gerne einen Wittenberger und einen Intercity-Steuerwagen. Dann wäre ich vollends zufrieden. Dann hätte ich wirklich keine Wünsche mehr für den GSB. Was Fahrzeuge angeht, denn dann habe ich schon alles, was ich persönlich eigentlich so brauche. Aber natürlich gibt es noch sehr, sehr viel. Aber ne, umso mehr kann man sich auf die Zukunft freuen, weil wer weiß, wann kommt das Mail vielleicht ja noch. So, warum wird eigentlich keine Leistung aufgeschaltet? Kann mir das jemand erklären? So. Okay, jetzt müssen wir gar keine Leistung aufschalten. Weil wir halt zu erwarten haben. Erstmal gucken, dass wir die 85 unterschreiten. So, das haben wir jetzt getan. Wie es halt ist, sind 500 Metern. Oh, wir haben die 85 wieder überschritten. Ah, weil es bergab ging. Schade. Okay, wir konnten noch keine Leistung aufschalten, aber wir rollen. Gut, dann machen wir das halt. Es ist ja, also sicherlich nicht in der Realität nichts, was man so machen würde, aber
wenn das dazu führt, dass wir wenigstens irgendwie am Bahnsteig noch einrollen können. Ja, Power is not currently available. Hä? Warum das denn jetzt? Aber hey, es hat als Halt geklappt. Jetzt habe ich jetzt nicht verstanden, warum wir jetzt diese Zwangse bekommen haben. Meine Damen und Herren, bitte steigen Sie hier einfach nicht aus. Vielleicht sollten wir nicht wegrollen, während die Türen offen sind. Dass wir auf ein halbzeitiges Signal zu fahren? Ja, offensichtlich. Ah, jetzt nicht mehr. Wir fahren natürlich trotzdem nicht schneller als 20. Hier mal das Horn. Und das Tiefe. Also das ist der gleiche Sound. So, 500 Hertz Beeinflussung muss jetzt weg sein. Jawohl. Und dann hoch auf die 120. Erstmal mit weniger Zug- und Bremskraft. Sehr schön. Hab hier dann noch 150. Geschwindigkeit kommen, nächster und letzter Halt dann erst in 10 Kilometern. Das heißt also, wir sollten jetzt erstmal, glaube ich, halbwegs gescheit durchfahren können. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob wir Verkehr vor der Nase haben, weil wir die ganze Zeit halbzeitige Signale haben. Ich glaube, das ist eher so dem Alter der Strecke geschuldet. Ob hier schön. Hinten irgendwo haben wir die anderen Gleise. Kann man es leider nicht sehen, weil Wand. Aber irgendwo da sind noch mehr Gleise auf jeden Fall. Und wir ziehen hier von dannen. Ja, schön, schön, schön. Wir sind ein bisschen zu schnell. Immer wieder ein bisschen hier reinbremsen. Geht nämlich ein wenig bergab.
AFB wäre, das ist natürlich sehr einfach. Aber schön, dass wir halt auch gar keine Leistung hier aufschalten müssen auf dem Bereich, sondern wirklich nur bremsen müssen. Genau, versuchen wir 120 zu halten. Vielleicht mit Zugbremse 1. Ah ne, dann werden wir langsam. Außerdem steht hier nur 85 und wir haben die Steigung hinter uns gelassen. Hagen an über 3 Kilometern. Und jetzt geht es wieder ordentlich bergab. Also kann man uns da gleich schon mal drauf vorbereiten. Anknüpfen auf 100. Also letztens kam mal die Frage, warum ich denn mit dem Mini-HUD spielen würde. Ja, also so ist man halt gezwungen, mehr auf die Instrumente tatsächlich zu gucken, statt die ganze Zeit aufs HUD, und das macht das Ganze halt deutlich immersiver, ne? Sonst guckt man da nicht so viel drauf und man hat auch gleichzeitig ein HUD. So, Ankündigung auf 40. Muss natürlich erstmal unter 85 kommen. Nicht so wie gerade eben. Bergab. Wir hätten schon vor 3 Minuten da sein müssen. Naja. Aber komm, Verspätung von, boah, was wären es? Am Ende werden es 5 Minuten sein. Das ist doch voll in Ordnung. Was? Wieso ist der 500-Hertz-Magnet an? Wieso das denn? Das ist aber ein Fehler dann. Außerdem habe ich das Gefühl, dass das hier in viel zu nah dran ist. So, machen wir das wieder aus. Und ich würde sagen, ja, wir schalten jetzt keine Leistung mehr auf, sondern wir lassen einfach rollen. Haben wir dort die S-Bahn, die S5 steht dort, 143, sehr schön in dieser Reichsbahnlackierung, 143, der von Erfurter Bahnservice, ist wohl ausgeliehen hier. Sehr, sehr schön.
So, und dann sind wir auch schon in Hagen. Und müssen anhalten. Mit einer Verspätung von 5 Minuten. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung längs. So, ja, also 143 Soundmod von Justus. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich hier aus dem nicht ganz so schönen Hagen. Es gibt schönere Städte auf der Welt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin würde ich sagen, macht das gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.